Ah ja. Haben wir schon. Finden, Moni. Öffne dich. Das behalte ich noch. Aber das können wir wieder zurückholen. Kombinieren. Verstauen. Die verstaue ich auch mal. Mehr Mag-Munition ist halt auch geil, gell? Ich kombiniere, ich nehme es dann gleich mit auf dem Rückweg. Hey. So. Was wir auch machen können, wenn die Zombies da unten auftauchen, einfach so eine Dinggranate rein, so eine Betäubungsgranate. Und alle dann schön mit dem Headshot buh, 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 wegpflücken. You know what I mean? Ausrüsten. Mach mal auf jetzt hier. Wie viel Platz habe ich? 3, okay. Kann man mitnehmen. Das ist so eine Frechheit. Wieso geht es jetzt kaputt? Alle. Hier. Zack. Zack. Mein Gott. Kannst auch mal treffen, Arnold. Die bewegen sich wieder. Dann kriegt ihr auf jeden Fall noch eine Granate ab. Hier. Kurz nachladen. Ja, komm on. Scheiß drauf. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Genau, wegwerfen, ey. So weit kommt's noch. Ich wollte eigentlich die Pistole nehmen. Nummer 1. So, das Ding ist empfindlich gegen Hitze. Habe ich das richtig gelesen? Wie er da schon so rausläuft! Alright. Hässlicher Mann. Hast ein schönes Zimmer gehabt hier. Muss man den wieder runterbringen oder braucht man nicht, gell? Wo ist das zweite Ding eigentlich? Wo muss man denn da hin? Wird auch da sein irgendwo. Warte mal schnell, ich mache erstmal Platz. So, ich kombiniere auch das schnell miteinander. Behalte ich noch. Ich hau ich auch mal weg. Ich hab da noch rotes Kraut und so, alles gut. Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht, ich lasse es mal. Ich speichere mal ab. Okay, ja. Aha,
Aber trotzdem, hä? Wo ist das? Da ist der Kasten. Ah, okay. Warte mal. Oh. Ah. Oh, was ist das? Munitionshalter für die Flinte. Neues, Alter. Okay. Zack. Und was heißt das jetzt? Dass ich damit mehr Munition tragen kann? Schneller nachlädt? Ja, yeah, runter, genau. Alles klar. Super enger Raum. Flinte. Hilfe! Buja! So vorhersehbar. Okay, das war's. Okay. Und los geht's. Da kann man ja hier durchlaufen, das ist ja kein Problem. Es war so klar. Natürlich! Au! Aua! Yes! Weil ich's kann, ey. So, einsetzen. Einsetzen. Komm, aktivier, komm, komm, aktivier. Tschüss, ihr Teufel, ey. Hier, man kriegst einen Shot noch ab. Lass mich heilen. Mist, ist abgehauen. Dieser Verdammte. Was ist hier drin gemacht? Oh, guck mal, was haben wir denn da? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Die Pistole noch gefährlicher, also die Magnum noch gefährlicher machen. Was ist das? Nein, speichern wir noch nicht. Was denke ich das? Warte mal, ich hole sie mal schnell hierher. Herausnehmen. Dann einmal erst. Ne, komm, erste Hilfe-Spray nicht. Wir nehmen das. Oh, ah, wir haben hier schon fertige Mischung. Wunderbar. Das raus. Ich habe noch normal. Und hier hochwertig. Ja, wunderbar. Zack. Gut. Und kombinieren. Alter. Wuhu! Mit der geht's ab. Lindenmuni. Scheiße. Ich dachte, man kriegt mehr. Mann. Ja, egal, komm. Wollen wir nicht rum? Mach was so. Nein, ich will nicht speichern. Noch nicht. Ich möchte die verstauen. Noch was mitnehmen? Guck mal, da kann man noch sehr viel kombinieren. Da auch nochmal. Ah, da habe ich schon fertiges. Komm, ich nehme zweimal mit. Sicher ist sicher. Speichern. Los geht's. Nikola hinterher. Hier ist ja nichts mehr. Da habe ich auch alles. Wunderbar. Nikola, du faules Ei. Komm doch mal bitte her. Hä? Ah, da, der Bildschirm. Unfertiger Bericht. 26.09. 13 Uhr Raccoon City infiltriert. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30 Uhr, 5 RPD-Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. 27.09. 12 Uhr, Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden, keine Überlebenden. 23 Uhr, erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Werde ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09. 4.30 Uhr.
Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis: nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr, Ende des Gefechts. 7 Überlebende. 18 Uhr, unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. 20 Uhr, beobachte zwei Stars. Ein Mann infiziert und eine Frau. Biowaffe verfolgt die Frau. 29.09. 0 Uhr. Die Frau, JV, Jill Valentine, hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der von Projekt N. Untersuche weiter. Projekt Nemesis. Weil Nemesis kommt ursprünglich aus Europa. Er wurde in Europa quasi hergestellt. 4 Uhr. Habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von Jill Valentine und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst. Video angehängt. Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe, wie befohlen, Proben gesammelt. 30.09. 0.30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit Jill Valentine dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne, Carlos Oliveira, an sich gebracht und Jill Valentine verabreicht. Erwartet, Jill Valentine wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu Jill Valentine lässt sich nicht verändern und entwickeln. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzisere Daten zu erhalten. So eine Drecksau. Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Okay, ich komme mit dir, Tyrell. Tyrell, bist du gebissen worden oder so? Oder bist du einfach nur verletzt? Weiß ich nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weißt du? Ich möchte ja nicht assi wirken oder so, weißt du? Aber... Nicht, dass ich dir mal den Rücken zu... Alter, sieht aus wie ein Laserraum oder so. Und weg ist er. Sicher, du willst nicht anhalten? Tyrell? Wofür? Ich schaff das schon. Was ist los? Okay. Erledigen wir das. I don't trust you. Auf den Fersen. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, das Ding überlebt ja alles. Wie kommt das überhaupt hier runter? Ah, schön. Desinfiziert. Alter, wie cool es glänzt. Sehr cool. Stark gemacht. Hallo? Boah, schon wieder. Mal kurz Abbruch hier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ist locked. Ich habe keinen Sicherheitsschlüssel. Erstmal hoch oder da unten bleiben? Ah, okay.
erstmal hier bleiben. Mama Mia. Was haben wir denn hier? Nest 2 Mitarbeitervorschriften. An alle Nest 2 Mitarbeiter, die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reelle Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten, beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Karte. Oh, rausgeklickt. So. Ja, nice. Okay. Oh, Mama. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Oh, yes. Oh, yes. Also es ist quasi so ein ähnliches Ding, ähnliches Labor wie im Resident Evil 2. Nur die haben einfach mal zwei von diesen Dingern in einer Stadt. Warte mal. Erstmal dahin. Ah, du warst mir ein bisschen suspicious. Ich weiche nicht von dir weg. Dass du das überlebst! Au! Alles klar, du kriegst die Flitte ins Gesicht. Oh, hallo. Perfekt. Danke. Haben wir da? Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance, wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an, ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Fehler. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Hölle von Monstern, die grausame, barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren, aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Bettas verfüttert. Verfüttert! Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Die armen Mitarbeiter, die tun mir halt echt am meisten leid. Die denken, oh ja, komm, Umbrella, die bezahlen gut, nette Altersvorsorge und Firmenwagen und hast du nicht gesehen? Sie zahlen dir vielleicht sogar noch die Bude hier in Raccoon City. Mit dir los? Und dann kommst du hierher, denkst du forschst irgendwie an der neuesten Krebsforschung oder sowas. Und denkst du, heilst irgendwie Krankheiten? Und dann kommst du hierher und dann stellst du fest, oh shit. Ich mache Biowaffen. Hm. Ja. Schlecht. Essay zur Impfstoffsynthese.
über die Rolle von Antigen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl die Antigen, sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich, was auch immer das ist. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als tausendfach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Können wir einfach Nemesis das Ding verpassen und dann lässt er uns in Ruhe oder so? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Zeig mal her. Ein USB-Stick. Danke. Du bist noch dead. Hä? Was habe ich da verpasst? Impfstoffgerät. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Synthese? Ja, genau. Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Ich muss rausfinden, wie. Oh mein fucking Gott. Phantas? Tyrants! Sind es Tyrants? Da gehe ich nicht runter. Das kannst du vergessen. Aber mit dem Speichermedium, also mit dem Stick, können wir jetzt Türen öffnen. Diese hier, ne? Haben wir das? Tatsächlich, ja. Sperre aufgehoben. Bist du denn? Ha 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 ha! Ist das ekelhaft mit denen. Schnauze, Mann. Seid ihr ekelhaft! Versandbestätigung. Fracht Nemesis, Versandroute CDG, JFK und Raccoon City. Okay, alles klar. Versanddatum 1. September 1998. Versandkategorie Gefahrengut Klasse 1. Weitere Anmerkungen. Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extreme Vorsicht walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Überleg mal. Wir hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon darauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurde zahlreichen Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leitender Entwickler Dr. Herman Frankel. Läuft ja noch einer rum. Du bist absolut blind, kann es sein?
Bitte bleiben Sie liegen. Diese Munition nehme ich dankbar an. Und auch diesen Sprengstoff. Ich gehe, glaube ich, erstmal hoch, bevor ich da unten weiterlaufe. Die sind viel zu hart, Mann. Labor 1. Okay. Das ist so krank. Wie viel sie aushalten? Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise beim Biowaffensynthese-Team vorbehalten sind, also die dem Biowaffensynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In der letzten Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Das sind diese Dinger, Mann! Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in der Abteilung für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed.